Hallo zusammen, ich habe euch heute eine aus mehrererlei Hinsicht sehr interessante Verteilung mitgebracht. Zunächst mal, diese Partie wurde eingereicht von einem erst 11 Jahre alten Nachwuchsspieler und dass junge Leute sich so intensiv mit dieser Materie beschäftigen, das finde ich für sich an sich erstmal schon eine Geschichte, das ist richtig super. Dann habe ich mir die Verteilung angeschaut und festgestellt, wow, das ist auch noch richtig knifflig. Mache ich natürlich ein Rätsel draus. Es ist geworden Skaträtsel Nummer 84, vom hohen Ross gerutscht von Felix Jäckeli. Und der junge Ideengeber hat diesen Titel auch gleich mit beigesteuert. Und damit zeigt er schon so eine gewisse Abgeklärtheit, dass er sagt, ja, ihr habt vielleicht mehr Erfahrung, aber egal wie viel Erfahrung ihr beim Skat habt, seid euch mal nicht so sicher, dass ihr fest im Sattel sitzt, denn auch richtig gute Spiele können leicht mal verloren gehen. Ja, hier treten wir mal den Beweis an. Wir schauen uns die Partie aus Sicht von Hinterhand an, denn der hat definitiv die schwersten Entscheidungen zu treffen. Mittelhand ist Alleinspieler geworden, ohne Gegenwehr, hat jetzt Kreuz angesagt. Von unserem Partner wurde das Spiel mit der Karo Lusche eröffnet. Alleinspieler hat gestochen mit dem Trumpf König, von uns natürlich auch eine Karo Lusche und freudige Erkenntnis, Stechfarbe gefunden, sagt schon einiges über die möglichen Blattoptionen aus. Alleinspieler setzt fort im zweiten Stich mit Trumpf natürlich und erwählt den Pik Buben. Und das ist hier die unglückliche Entscheidung des Alleinspielers, die das Spiel erst auf die Kippe bringt. Mit verdeckten Karten aber nicht erkennbar, dass der Pik Bube nun gerade die unglückliche Wahl ist. Das liegt eben daran, dass der Kreuz Bube hier blank steht. So, von unserem Partner die Trumpf 10, 14 Augen für uns. Ja, und wir sind am Spiel, müssen das Spiel fortsetzen, müssen die Verantwortung tragen. Und habt ihr eine Idee, wie das Spiel hier fortgesetzt werden könnte und warum? Keine ganz leichte Entscheidung, so viel steht schon mal fest und ich würde mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es hier für alle möglichen Restverteilungen nur eine eindeutige Lösung gibt. Aber ich denke doch, es gibt eine Menge Indizien und die möchte ich mit euch gerne mal näher beleuchten, um herauszufinden, ob man tatsächlich auch mit verdeckten Karten auf diese Siegidee kommen kann, die die konkrete Verteilung hier schlicht. Denn eins ist klar, mit so einem Standardvortrag jetzt Karo Lusche nach oder Herz Dame König wird diese Partie nicht zu lösen sein. Also, was müssen wir zuerst überlegen? Der Alleinspieler sticht die Karo Lusche und wir sind selber in Herz und Pik noch relativ stark. Das bedeutet, der Alleinspieler muss doch einfach ein sehr trumpfstarkes Spiel haben. Ansonsten wäre er auch in Mittelhand nicht für 18 so günstig rangekommen. Also da kann man schon fast von ausgehen, dass das ein 7-Trumpf-Spiel ist. Diese Hypothese wird noch gestützt dadurch, dass wir direkt die Trumpf 10 von unserem Partner bekommen. Wenn der 4 Trümpfe dagegen hätte oder gar 5, dann würde er wahrscheinlich den Vollen noch schonen. Gut, er kann auch noch den Kreuzkönig dabei haben, dann ist die 10 trotzdem korrekt. Aber insgesamt sprechen die Indizien doch stark dafür, dass es ein 7-Trumpf-Spiel ist. Und wenn es ein 7-Trumpf-Spiel ist, dann verteilt sich die Beikarte ja nur noch auf 3 unbekannte Karten, die in Herz oder Pik sitzen. Und das könnte dann natürlich eine 2-zu-1-Verteilung sein. Oder aber tatsächlich ein Drilling. Und ich denke mal, es liegt schon näher, dass es sich um einen Drilling handelt, denn auf die Karo 8 hätte der Alleinspieler sonst natürlich auch eine gute Chance gehabt, seine blanke Karte, wenn das natürlich nicht gerade das Herz Ass ist, abzuwerfen. Was wir uns auch mal fragen müssen ist, können wir einen 7-Trümpfer überhaupt noch schlagen, wenn der das Herz Ass dabei hat? Ist ein Stück weit fraglich, denn wir dürfen unserem Partner wahrscheinlich überhaupt bestenfalls noch einen Trumpfstich zutrauen, sonst hätte der Pik Bube auch wenig Sinn gemacht. So, wenn wir das alles so zusammenrechnen, dann kann man vielleicht mal drauf kommen, dass tatsächlich die Herz 10 hier uns im Rennen hält, denn selbstverständlich müssen wir auch ein wenig was anbieten. Herz Ass zu dritt können wir vermutlich sowieso nicht schlagen. Damit legen wir uns jetzt schon relativ deutlich fest, dass wir auf die Pik 10 zu dritt hoffen. Und jetzt hat unser Partner natürlich auch die Chance, was dusselig zu spielen. Der sollte jetzt aber schon auf die Idee kommen, da nicht das Herz Ass drauf zu legen, sondern nur die Lusche, wahrscheinlich aus seiner Sicht sogar eher in der Annahme, dass die Herz 10 von uns blank gewesen sein dürfte. So, Alleinspieler sticht und damit wissen wir, yes, wir haben uns korrekt entschieden. Herz 10 war eine gute Idee.
Es kommt Trumpf Lusche und auch das ist natürlich jetzt leicht zu behandeln. Wir wollen ja den Trumpfstich bei unserem Partner sehen und wir wollen das Karo Ass schmieren. Das passiert jetzt. Unser Partner kommt mit dem Herz Buben ran und hat jetzt letztlich zwei Möglichkeiten, das Spiel korrekt fortzusetzen. Entweder indem er einfach Trumpf zurückschiebt, das würde uns auch den Trumpfstand deutlich erklären, oder aber indem er jetzt direkt die Pik Lusche aufmacht. Das ist hier passiert, denn letztlich die Beikarte ist ja inzwischen ohnehin geklärt. So, Alleinspieler hüpft rauf mit der 10, ein Honigpott, wie es so schön heißt. Und da ja jetzt inzwischen das Blatt komplett geklärt ist, ist jetzt hier die letzte Hürde, aber das ist für erfahrene Spieler, sage ich mal, alles ein Standard. Das Pik Ass darf jetzt natürlich nicht gelegt werden, denn klar, nimmst du erstmal die Pik 10 mit, aber wir kriegen ja dann das Herz Ass nicht und außerdem ist dann da noch diese Pik Lusche im Stich. Wenn wir warten, bekommen wir eben nicht nur das Herz Ass einmal geschmiert, sondern noch ein weiteres Bild. Das heißt, hier zu tauchen bringt uns definitiv mehr Punkte ein. Letzte Unsicherheit ist noch, könnte es sich auch um einen 8-Trümpfer handeln mit nur 2 Pik an der Seite. Das klärt sich in dem Moment, wo der Alleinspieler jetzt noch hier einen Trumpf bei unserem Partner rauszieht. Jetzt ist es mathematisch bewiesen, dass da wirklich noch 2 Piken sitzen müssen. Also auf die 7 mit der Dame rauf von unserem Partner. Oh, natürlich sollte jetzt zuerst das Herz Ass geschmiert kommen von unserem Partner. Das Herz Ass, beziehungsweise er kann auch erst den Karo König legen, aber so rum ist es natürlich logischer. Und auf das Pik Ass muss er jetzt eben noch einen König mindestens haben und das hat er auch. Karo König ist noch im Spiel und mit dem Pik König kommen wir hier genau auf 60 Augen und das, denke ich mal, ist eine überraschende, ein überraschender Spielausgang für den Alleinspieler. 7 Trumpf mit nur 2 Farben, das hat er sich sicher anders vorgestellt und durch die unglückliche Trumpfentscheidung Pik Bube im zweiten Stich hat er hier den Weg bereitet, aber dieser Weg, diesen Weg dann auch zu beschreiten, das erfordert jetzt wirklich eine Menge Präzisionsarbeit von den Gegenspielern. Und wenn das dann am Tisch wirklich mal klappt, das sind die Momente, dafür lebst du dann, dafür spielst du Skat, um solche Spiele dann nicht nur in der nachträglichen Analyse, sondern wirklich am Tisch mal zu schlagen. Ja, und wenn der Alleinspieler dann ein Skatspieler entsprechenden Kalibers ist, dann wird er sich gar nicht so sehr über diese Niederlage grämen, sondern den Gegenspielern auch Respekt zollen für diesen Vortrag. Ja, dann bedanke ich mich auch bei meinen Unterstützern. Hinzugekommen ist noch Christian Voss, mit dem ich dem letzten Jahr auch eine Runde spielen durfte. Herzlichen Dank dafür und natürlich abschließend noch einmal bei unserem jungen Nachwuchstalent Felix Jekeli für dieses tolle Rätsel. Einmal alle den Daumen hoch, wenn ihr Felix auch gratulieren wollt zu dieser außergewöhnlichen Leistung. Und damit sage ich jetzt Tschüss für heute. Wir sehen uns bald wieder mit neuen Skat-Videos und bis dahin, wie immer, gut Blatt.